Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wenn man den Koran aufschlägt und man nähert sich ihm mit der Erwartungshaltung, wie man an jedes andere Buch herangeht, dann ist man eventuell erstmal verwirrt. Eben weil er nicht geordnet ist wie ein normales Buch. Die verschiedenen Suren sind nicht chronologisch geordnet. Sie folgen ja nicht der Reihenfolge der Offenbarung. Sie sind ja auch nicht der Länge nach geordnet. Und ebenso wenig sind sie exakt nach Themen organisiert. Das macht das manchmal etwas verwirrend. Man könnte sich auch vorstellen, dass man einige Suren mit Gemeinsamkeiten zusammenstellt. Zum Beispiel die Suren, die mit Alif Lam Mim beginnen. Mit einigen kurzen Buchstaben beginnen ja einige Suren. Oder die sogenannten Musabbihat. Sie beginnen mit der Lobpreisung Allahs. Und es gibt Suren, die quasi in Gruppen zusammengefasst werden, aber sie stehen im Koran nicht zusammen, nicht hintereinander. Und das hat sogar einige Orientalisten dazu geführt, dass sie sagen, es gibt überhaupt keine Ordnung im Koran. Der Koran, das sind einfach nur Sätze und Weisheiten, wild durcheinander gewürfelt und einfach so veröffentlicht, zusammengestellt. Für einen Muslim ist eine solche Haltung natürlich unannehmbar. Der Muslim, der glaubt, dass das hier nicht das Wort eines Menschen ist, sondern das Wort des Schöpfers von Himmel und Erde. Man könnte sich niemals vorstellen, dass es nicht eine bestimmte Ordnung in diesem Buch gibt. Der Schöpfer, der uns als Menschen erschaffen hat, gibt es etwas in unserem Körper, was nicht einer bestimmten Ordnung folgt? Die gesamte Anordnung. Wenn wir Luft einatmen, welchen Weg sie nimmt, von der Luft draußen, über die Nase, in die Lunge, von da wird der Sauerstoff extrahiert sozusagen, ins Blut umgeleitet, er läuft durch den ganzen Körper, erreicht das Gehirn. All das folgt auch einer bestimmten Ordnung. Und das muss alles genau so sein. Ich kann die Reihenfolge von keinem Teil in dieser Kette einfach mal so vertauschen. Es würde einfach alles nicht mehr funktionieren. Das ist nicht nur bei den Menschen so. Das ist, selbst wenn man in den Mikrokosmos vorstößt, in die Welt der kleinsten Atome, auch diese sind nach einer bestimmten Struktur angeordnet. Und würde man diese nur minimal ändern, dann würde die gesamte Welt nicht mehr funktionieren. Und so wie es im Kleinen ist, ist es auch im Großen. Selbst die Anordnung der Sonne im Sonnensystem, in dieser gesamten Galaxis, all das folgt einem bestimmten System, einer bestimmten Ordnung, die man nicht einfach so durcheinander würfeln könnte. Einstein hat einmal gesagt, Gott würfelt nicht. Und das tut er auch nicht. Diese Schöpfung, alles, was wir um uns herum betrachten, ist ein Meisterwerk. Keiner könnte sich so etwas ausdenken. Wir könnten es erforschen und analysieren, aber dass wir selber auf die Idee hätten kommen können, sowas zu erschaffen, niemals. Und ausgerechnet sein Buch, die Rechtleitung für die gesamte Menschheit, da soll es keine Ordnung drin geben. Ausgerechnet dort sollten wir keine Ordnung finden. Aber was spricht überhaupt jetzt dafür? Aus einer rein historischen Perspektive einmal. Was spricht für uns als Muslim dafür, dass es eine Ordnung in diesem Buch gibt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Koran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben diesen Koran in der Laylatul Qadr, in der Nacht der Bestimmung, herabgesandt. Diesen Koran. Er kam von einer Tafel bei Allah, in der alles verzeichnet ist, was geschehen wird bis zum jüngsten Tag. Von dieser Tafel wurde er herabgesandt. Was bedeutet, der gesamte Koran existierte schon. Es gab ihn bereits vorher. Er war nicht erst zusammengestellt, sondern es gab ihn schon in einer kompletten, vollständigen Reihenfolge. Wie er komplett, vollständig herabgesandt wurde und von da aus erst Stück für Stück im Verlauf von 23 Jahren auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir kennen bei uns die Tradition, im Ramadan jedes Jahr den kompletten Koran zu lesen. Viele Muslime tun das. Diese Tradition kommt nicht einfach irgendwo her. Sie stammt tatsächlich von Jibril, der jedes Jahr im Ramadan mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den gesamten Koran durchzulesen pflegte. Daher kommt diese Tradition. Jibril tat das mit ihm von Anfang bis Ende. Es muss in einer bestimmten Reihenfolge gewesen sein. Und man stelle sich einmal vor, die Reihenfolge würde nicht von Allah stammen. Die Reihenfolge der Suren im Koran, die Anordnung, stammt nicht von Allah. Es wären die Menschen, die
die das getan hätten? Wie viele Möglichkeiten hätte es gegeben? 114 suchen. Insgesamt hätten wir die Möglichkeiten davon 114 mal 113 mal 112 mal 110, eine irre lange Zahl. Aber wir finden überall auf der Welt eine ganz bestimmte Reihenfolge. Wo kommt diese her? Es gab sie schon seit Anbeginn. Und das, obwohl die Menschen damals über Kleinigkeiten beim Koran Fragen gestellt haben, es hinterfragt haben. Seit der Zeit schon von Uthman, wo der Koran gesammelt wurde, gab es eine bestimmte Anordnung, eine bestimmte Reihenfolge. Der Koran wurde schon vorher niedergeschrieben, aber verteilt hier und da. Erst zur Zeit von Abu Bakr wurden die verschiedenen Teile gesammelt und Uthman hat daraus ein Buch gemacht und es in die verschiedenen Himmelsrichtungen im Islamischen Reich damals gesendet. Aber niemand hat die Reihenfolge, die Anordnung der Suren in Frage gestellt. Warum nicht? Und das, obwohl damals die Leute sehr viele Fragen gestellt haben und sie sind sehr vorsichtig mit dem Koran umgegangen. Abu Bakr hatte Angst, den Koran als Buch zu veröffentlichen, weil er sagte, der Prophet hat den Koran nicht als ein Buch niederschreiben lassen, warum soll ich es dann tun? Sie waren sensibel in so einer Kleinigkeit, aber jetzt sollen sie nicht gefragt haben, was hat dich dazu gebracht, die Suren in dieser Reihenfolge anzuordnen? Sie haben sogar Uthman gefragt, warum die 9. Sure nicht mit Bismillahirrahmanirrahim beginnt. Es ist nur der Beginn, der Titel von der Sure, Bismillahirrahmanirrahim. Aber sie haben gefragt, warum fehlt er an dieser Stelle? Und ausgerechnet die gesamte Anordnung sollen sie nicht hinterfragt haben. Sie haben bei kleinen Dingen, was den Koran betrifft, schon damals debattiert. Erst recht hätten sie dies getan, wenn es um die Reihenfolge geht. Der Koran hat eine bemerkenswerte Struktur und je tiefer man eintaucht, desto mehr wird diese deutlich. Ich kann mich an die Geschichte erinnern von Professor Jonathan Brown. Er unterrichtet heute an der Georgetown-Universität. Er ist eigentlich Experte für arabische Poesie. Und er hat lange Jahre seines Lebens damit verbracht, die arabische Poesie aus der vorislamischen Zeit zu erforschen. Und irgendwann hat er sich gesagt, ich schaue mir mal den Koran an. Für ihn war der Koran auch erstmal nur Poesie. Er war ja kein Muslim. Für ihn war das religiöse arabische Poesie. Und als er sich mit der Anordnung und Struktur des Korans beschäftigt hat, er als Experte für arabische Poesie, hatte er erkannt, dass diese Anordnung unmöglich von einem Menschen stammen kann. Sie muss von woanders her stammen. Ein Scheich erzählte einmal, wie er ihn besuchte. Und Professor Jonathan Brown war gerade mit Surat al-Rahman beschäftigt. Und als der Scheich bei ihm reinkam, war Professor Brown beschäftigt mit der Sura, er guckt nur zu ihm auf und er sagt ihm, das ist Surat al-Rahman. Und er sagt ihm einfach nur, das ist Gott, der so spricht. That's God. Für ihn war das völlig klar. Nur weil er die Struktur gesehen hat, dass niemand anders außer dem einen einzigen Gott dieses Buch offenbart haben kann. Und das ist auch die Antwort auf die hiesigen Orientalisten. Der Koran hat selbstverständlich eine Ordnung, aber es ist keine menschliche. Es ist eine Ordnung, die vom Schöpfer aller Menschen stammt. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.